Dann willkommen zurück in Ruhrkirchen, unserer Hauptstadt mit dem neuen Universitätscampus, den wir in der letzten Folge errichtet haben. Die technische Fakultät hier vorne, links die medizinische Fakultät mit der Angliederung an das Universitätsklinikum, was wir hier vorne errichtet haben, und dann das Hauptgebäude hier. Dann haben wir hier noch eine ganze Reihe an Wohnheimsplätzen für die Studierenden errichtet. Einfamilienhäuser haben wir auch noch platziert. Also es ist alles bereitet, um unseren jungen Menschen eine akademische Ausbildung zu bieten. Das soll hoffentlich dann auch dazu führen, dass wir im Bereich der Bürogebäude mal ein bisschen höheren Bedarf bekommen. Was wir jetzt noch machen müssen, das haben wir in der letzten Folge nicht mehr getan. Einmal möchte ich den Campus tatsächlich hier umbenennen, denn das soll ein Stadtteil sein. Wir nennen den Segeroth. Das ist der Stadtteil in Essen, in dem die Universität liegt. Also den haben wir dann hier vorne. Wir brauchen noch die Busverbindungen. Das haben wir noch nicht eingerichtet. Also wir schauen mal, wie wir hier eine Verbindung gucken. Wie können wir denn hier die Verbindung machen? Wir kommen hier am Klinikum rum, fahren dann hier entlang, hier fahren durch Marxloh. Hier ist noch eine Haltestelle und dann geht es zum Hauptbahnhof. Oder noch einen kleinen Spot, ich denke schon. Vorne sollte ja noch einer sein. Dort. Und dann schließen wir die Verbindung hier, dass wir hier ausreichend. So, hier. Route schließen. Müssen wir nochmal gucken, dass wir hier ausreichend Busse haben. Also Buslinie 11, das ist Haupt. Bahnhof Universität. Da reichen, denke ich, erstmal 4 Fahrzeuge. Wir warten mal ab. Die Farbe ändern wir mal hier in so ein dunkles Grün. So, jetzt gucken wir mal, ob das hier reicht mit den Fahrzeugen. Sieht aber gut aus. Da kommt der erste Bus. Prima, eine zweite Linie, die können wir vielleicht auch noch mal etablieren. Mal können wir vielleicht noch mal hier vorne eine Linie hier durchsetzen. Also hier halten wir hier vorne. Die Haltestellen, da reichen, denke ich, 2 Fahrzeuge. Machen wir hier auch einen hellen Grünton. So, wunderbar. Das war los. Also ich wollte jetzt nochmal bei der Linie, wo haben wir sie? Bei den Bussen, Hauptbahnhof. Müssen wir noch umbenennen, das ist ja dann nur, Moment, HBF. Also HBF, Universität. Und dann nehmen wir uns diese Linie nochmal und ergänzen hier nochmal 2 Wegpunkte, damit wir hier auch am Klinikum halten. Wir schauen jetzt noch danach, was jetzt die Arbeitslosenquote angeht. 17%. Sie geht langsam, sehr langsam zurück. Gucken wir mal, ob wir hier noch, ob
Dachlose haben. Tatsächlich hier sind noch welche. Der Helmut Hess ist in Rente. Erika Hartmann auch. Ich wollte Arbeitslose hier suchen. Was ist hier? Traurig und unwohl. Simone Krause ist guter Laune. Traurig, alle in Rente hier, okay. Tja, wieso sind die unwohl? Man weiß es nicht so genau. Denn wir dürfen sagen, unzuverlässiges Postwesen. Das sollten wir ja lösen können, indem wir nochmal ein paar Postämter spendieren. Und daran soll es jetzt ja nicht scheitern. Hier vorne eins. Wir brauchen hier scheinbar in Marxloch auch noch eins. War das jetzt gesetzt? Ne, das macht er da nicht. Warum nicht? Dass das Problem jetzt etwas löst. Wir schauen mal. Ja, wir haben dennoch, ich denke, Bedarf an noch mehr Industriefläche. Und hier soll jetzt ja die Kohleförderung hin. Wir haben noch sehr hohen Bedarf an Wohnraum. Was interessant ist, dass wir hohe Arbeitslosigkeit haben. 17,1%. Also richtig funktioniert das noch nicht. Wir sind jetzt aber über 100.000 Bevölkerung, haben mehr Arbeitsplätze als Arbeitnehmer, trotzdem Arbeitslosigkeit, die hoch ist. Also irgendwie so richtig funktioniert dieses Update noch nicht so ganz, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wo genau, woran das liegt. Wir warten mal weiter ab. Wir werden jetzt aber, denke ich, die Planung vorantreiben für die Kohle. Hier ist unser Kohlerevier. Das ist hier direkt an der Ruhr. Das macht dann den Abbau herausfordernd. Wir kaufen dazu die Zellen hier. Das werden auch direkt 4 Stück, denke ich, leisten. Können wir uns das locker. Wir sehen hier 130.000 die Woche. Ganz entspannt. Wir werden auch hier noch eine Ausfahrt brauchen. Was soll der Geiz? Die 2 nehmen wir auch noch dazu. Werden die Eisenbahnverbindung, dreht er nicht ganz wild, die Eisenbahnverbindung hier weiterziehen. Das ist wieder noch spannend, wie wir dann von hier aus, da werden wir wieder so eine Schleife drehen müssen, wie bei den, wie wir das hier vorne gemacht haben, in Osterfeld. So, wir brauchen hier nochmal so eine Rangiermöglichkeit. Das vielleicht reicht, dass wir das an der Rangiermöglichkeit machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie gut das, wie das funktioniert. Wir werden jetzt also das Gelände hier weiterziehen, dass wir von hier aus hier vorne hinkommen. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Also die Zone, das ist hier das alles. Vielleicht platzieren wir das mal. Aber wir sehen, wir haben ein Produktionsdefizit von knapp 70 Tonnen. Und jetzt setzen wir hier den Kohlebergbau. Das ist natürlich jetzt schon eine Herausforderung. Ich denke, da werden wir das Gelände ein bisschen einebnen müssen. Mal, wir schauen noch mal. Das ist hier der komplette Hügel. Also dann nehmen wir uns hier eine Höhe und flachen das mal ab. Also das ist schon sehr steil, aber okay, so.
Wo muss die Straße hin? Die kommt vorne hin, das ist okay. Ah, das war jetzt genau falsch rum. Ah, das ist ein Objekt, mit dem wir dann... Okay, also das heißt, das drehen wir. Und wir reißen es ab und platzieren es nochmal neu. Jetzt muss ich dann doch nochmal gucken. Also bis hier vorne können wir die Straße ziehen. Dann machen wir das so. Wir gucken mal. Ich nehme hier erstmal die Eisenbahn rum. Das ist schon... Boah, ist das ein krasser Höhenunterschied. Naja, müssen wir hier hoch. Das geht gar nicht. Das ist jetzt die Basis, um erstmal die Eisenbahnschienen hier zu verlegen. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Aber das wird schon eine größere Herausforderung. Wir bleiben hier in der Nähe der flussseitigen Kante. Bei 7% Steigung ist immer eine Ansage. Das wäre natürlich schön, wenn wir hier... Ah, hier ist nochmal eine... Ja, das ist da die... Ah, wir können hier einen Hafen etablieren. Das finde ich ja spannend, denn hier ist so eine Wasserstraßenverbindung. Jetzt müssen wir ganz gucken, wo sind denn die Schienen hier? Da kommen wir vielleicht hier so rum, da so rüber. Ja, das gefällt mir gut. Wir müssen überlegen, ob wir hier den, über den Hafen hier platzieren. Das finde ich sehr, sehr smart mit dieser Halbinsel. Das gefällt mir sehr gut. Wir brauchen hier die Ausfahrt der Autobahn. Ich gucke mal ganz kurz. Wir suchen mal ganz weit raus. Da reicht wahrscheinlich auch so eine Verbindung. Müssen wir wieder auf die Strommasten achten. Schauen von oben auf das Gelände. Müssen wir es einebnen? Na komm, da muss jetzt mal das Gelände mitspielen. Wir schauen mal, das sieht aber ganz okay aus. Wir ergänzen noch die Autobahnteile, also hier und in die Gegenrichtung. Gleiche hier oben. Und die Hochspannungsmasten, sonst kriegen wir ein Problem. Aber die können wir ja um diese Ausfahrt herumführen. Zeit darf weiterlaufen. Ja, jetzt muss hier noch eine Straße vorbeigeführt werden. Und zwar erstmal so eine Arbeitsstraße. Das ist dann noch nicht die Zuwegung. Jetzt schauen wir mal hier, wie man das hier geschickt machen kann. Vielleicht machen wir mal hier diesen Parallelbetrieb sozusagen. Und zwar auf der anderen Seite. Erhöhen den Abstand etwas. Wir haben hier Platzprobleme, aber das ist nicht so kritisch. Da müssen wir noch ein bisschen Erde bewegen. Ja, ein bisschen viel Erde bewegen. Wir müssen dann hier auf die
Kirchstraße kommt das. Moment mal, wir sind hier auf einer guten Höhe. Wenn wir hier auskommen, vielleicht, das ist, glaube ich, der Weg. Wir werden hier rausgehen, hier die Seite wechseln. Da geben wir uns ruhig ein bisschen mehr Platz. Und dann, wobei wir können einfach auf der Höhe bleiben. Das machen wir gleich noch hübsch. Höhe haben wir. Dann folgen wir jetzt hier dieser Straßenverbindung. Hier haben wir noch, da fehlt noch ein Tacken an Gelände. Das müssen wir noch ein bisschen begradigen. Wir haben dann zwei Ebenen. Das finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Und werden dann hier die Seite wechseln. Dazu müssen wir hier mal unsere Strommasten einmal entfernen. Da die Brücke. Gucken, ob wir die jetzt hier sauber platziert bekommen. Also wir gehen hier im 90 Grad Winkel raus. Hier so rüber. Das könnte schon gepasst haben. Dann nehmen wir das Kurventool, gehen geradeaus 180 Grad, gucken, dass wir den die Hilfslinie treffen. So, was hat er jetzt hier gemacht? Das reicht das? Das reicht, ne? Perfekt. Sieht zwar eng aus, sollte aber reichen. So, dann haben wir jetzt hier noch die Verbindung die Stromverbindung hier, die muss hier rüber. Auch kein Problem. Prima. Glaube, hier können wir noch mal ein bisschen das Ganze begradigen. Wir führen die Straße von hinten noch mal näher ran. Und werden dann hier diesen Anschluss machen. Also ist hier die Verbindung hier. So, das ist ein bisschen glatter. Und fräsen hier noch ein bisschen Gelände ab. So, mal diese Eisenbahnverbindung hier vorne, die ist ja erstmal nur optisch. Gut, und jetzt müssen wir von dieser Straße aus den Weg hier rein schaffen in die Kohleförderung. Das ist jetzt der nächste Schritt. Die Frage, ob wir das hier nicht zu einer Vierspurenstraße machen. Und dass das so eine Art Hauptverbindung ist, das werden wir auch tun. Damit wir ausreichend Kapazität haben auf der Frühlingsstraße, auch sehr schön. Wir gehen von hier aus hier rein, halt falsch hier rein. Steil ist das denn jetzt hier? Nochmal hier die Höhenlinien eingeblendet. 14% kann ich vergessen. Das Gelände wird uns jetzt hier noch viel Spaß bereiten. Und jetzt platzieren wir unser erstes Kohlerevier.
So, wie rum haben wir das hier? So rum. Das kann ruhig bis hier vorne gehen. Haben wir hier die Grenze. Bleiben wir mal hier bis zum ersten lila Element. Ein bisschen schade finde ich natürlich, dass wir jetzt doch schon einiges an Fläche hier verlieren. Aber gut, das ist jetzt nicht so wild. Gut, das reicht dann. Kommt hier die Verbindung? Boah. Uiuiui. Da ist jetzt so ein Riesenbagger, heißt also Braunkohle statt Steinkohle. Es ist halt kein. Wir haben keinen Tagebau von Steinkohle gehabt in Deutschland. Das war alles immer Tiefenbergbau. Braunkohle, die holen wir so raus. Das ist ja Garzweiler zum Beispiel. Ja, so jetzt gucken wir mal, was die hier machen an Kohle. Was produzieren die? Sehen wir das hier irgendwo? Das hier nur in den Stadtstatistiken. Ne? Produktion. 30 Tonnen haben wir jetzt. Nochmal, können wir das Gelände noch erweitern? Ja, wir könnten hier vorne noch eine zweite Stelle etablieren. Dann machen wir auch das. Dass wir das Gelände dann gleich noch ein bisschen hübscher gestalten. Also hier kommt das hier vorne hin. Wir werden auch hier die Verbindung machen. Die machen wir dann vielleicht, aber ja, gerade. Wir setzen von hier aus an die Straße noch mal ein Gebiet. Gehen dann hier ruhig bis nah an die Autobahn ran. Das haben wir ja auch in Garzweiler. Da werden ja sogar dann durch die Braunkohle die Autobahn versetzt. So, haben hier so einen leichten Überlapp. Das denke ich ist ganz okay. Und dann werden wir jetzt hier das Gelände mal ein bisschen glätten. Produktion. Kohle 50 Tonnen knapp. Vielleicht wächst die aber noch. Wir können hier noch ein bisschen Industrie platzieren, denke ich mal. Und auch da Frage ans Gelände. Lässt du das zu? Lässt du natürlich nicht. Dann passen wir das natürlich auch nochmal an. Machen hier 2 Zellen weit. So, das ist in Ordnung. Hier vorne können wir es auch nochmal machen. Auf der Seite machen wir dann eine Viererzelle Industrie. Ja, ich will hier, glaube ich, auch nochmal ein bisschen einfräsen, damit ich hier das bisschen glatter gestalten kann, so schwierig das hier ist mit dem Gelände. Ich denke, damit können wir schon mal leben. Was wir auch noch brauchen, sind, glaube ich, Steine. Ne? Guck mal eben, Steine. Haben wir 18 Tonnen Bedarf. Die kann man, glaube ich, überall platzieren. Das heißt, wir werden dann hier nochmal quasi auf dieser Seite, damit das voll ist, die Steinförderung etablieren. Das heißt, auch hier werden wir uns einen Streifen gönnen. Vielleicht diese Höhe hier. Damit wir hier nochmal Steine fördern. Also,
Das genau kann an einem beliebigen Ort platziert werden. Dann machen wir das auch. Das ziehen wir dann hier so lang, dass das genau an die Steinkohlereviere passt. Da haben wir hier die Parkstraße. Das okay. Wir werden hier eine Hauptstraßenverbindung, also vier Spuren hier entlang setzen. Da werden wir eine vernünftige Verbindung brauchen. Also hier wieder mit der Höhe arbeiten, dass wir hier gut auskommen. Wobei wir müssen ja hier eigentlich drunter her. Oder oben drüber. Also, müssen wir mal ganz kurz überlegen. Wir sind hier, wenn wir diese Höhe nehmen, wir müssen hier sowieso ja die Seite wechseln. Das heißt, ich nehme diese Höhe, ziehe die bis hier vorne. Reicht das? Das reicht nicht. Dann gehen wir. Moment mal, das ist der höchste Punkt. Den möchte ich hier etablieren, damit wir hier die Seite wechseln können. Das heißt, wir müssen hier diesen Anstieg bewältigen. Dann machen wir dann gleich so eine Wende. Das wird eine gerade Verbindung hier rüber. Perfekt. Autobahn zweispurig. Hier dran und hier dran. Dann muss man das immer nacharbeiten. Natürlich keine Kreisverkehre hier. Hier ist Verbot des Linksabbiegens. Okay, und jetzt brauchen wir noch hier die richtige Höhe. Die haben wir nicht so richtig, ne? Dann ziehen wir hier eine Kurve so rum. Ich denke, das ist in Ordnung. Zack. Kreisel am Ende, ein großer Kreisel. Damit hier gewendet werden kann. Und dann müssen wir hier an die Steinstraße. Das ist ja mal ein passender Name. Also, das funktioniert. Jetzt müssen wir hier eine Verbindung von hier aus schaffen. Also hier oben. Halt von da aus kommend. Hier hoch. Dann haben wir hier die Verbindung geschaffen. Die Ampel, na, ich glaube, die können wir erstmal weglassen. Schauen mal, ob das jetzt dazu beiträgt, dass die. Also der Anschluss ist gemacht, das ist schon mal gut. Hier wird ordentlich extrahiert. Du extrahierst auch, auch wenn da nichts ist. Ich hoffe doch. Gut, ja, das ist. Ich denke, da wird es dann auch immer noch mal ein paar DLCs geben, die das Industriekonzept hier weiterführen. Das ist erstmal, ich denke, erst eingeplant und integriert worden und danach wird es dann mal weiterentwickelt. Das kennen wir ja von City Skylines 1 auch schon. Können wir nochmal das Gelände wieder etwas begradigen, auch hier drüben. So, das gefällt mir ganz gut. Wir werden jetzt hier entlang noch mal so einen kleinen Wald platzieren, wo ich mit ein paar Fichten
hier entlang. Dann haben wir nämlich eine gute Möglichkeit, das so ein bisschen zu verdecken und auch zu schützen vor den Belästigungen in Anführungszeichen durch die Kohleförderung hier unseres Kohlereviers. So, da kommen uns sonst keine keine weiteren Gebäude hin, deswegen reicht es, wenn wir hier die Gebäude so platzieren. Die Gebäude ist auch schon die Bäume. Wir prüfen mal, wie sieht es jetzt aus. Also wir haben jetzt ein Defizit bei den Steinen noch von 3 Tonnen. Das beides zusammen macht knapp 50 Tonnen aus. Okay. Aber das kann sich noch steigern, wenn wir hier eine Stärkung des oder eine Erhöhung der Stufe bekommen. Ich denke, dann wird das sich auch noch weiterentwickeln. Jetzt wird der Plan sein, hier diese Verbindung zu schaffen. Hierüber zu der Eisenbahnlinie. Und hier vorne nach Segeroth auch noch hier mit der Straße. So, hier ist jetzt ordentlich. Ja, warum ist denn jetzt hier so ein Verkehr? Also ihr fahrt außen rum. Okay. Wir haben keine Fahrzeuge mehr. Ich weiß nicht, ob ich das Busdepot überhaupt erweitern kann. Guck mal, Busdepot. 20er Garage geht noch. Alles klar, dann. Sollte das jetzt reichen? Und hier haben wir passend zum Ruhrgebiet ausreichend Staus. Die fahren hier lang und dann ist hier Ende. Ja. Das ist so und so. Damit müsst ihr leben. Genau, wir werden hier, das ist dann auch das Letzte, dann nochmal die Möglichkeit geben, hier zu wenden. Das heißt also, von hier aus brauchen wir mehr Platz hier rüber, werden dann hier quasi, ja genau, hier werden wir jetzt so eine Rangiermöglichkeit etablieren. Das heißt also, hier geht es erstmal weiter. Bis hier vorne. Und jetzt gucken wir mal, was er hier gezaubert hat an Schienen. Versteht man das noch? Ja, das scheint aber zu funktionieren. Also haben wir nämlich hier die Möglichkeit, vielleicht noch weitergehen, dass hier so ein ganzer Güterzug reinpasst. Das ist ja alles Stärkrader. Ja, hier wohnt keiner. So, dann gibt es hier nämlich diese Verbindung hier rein. So, hier kann nämlich dann der Güterverkehr einfahren. Zur Not könnte man ihn noch hier unter der Autobahn herführen. Das wäre natürlich. Das fände ich jetzt auch nochmal spannend. Die Höhe hätten wir. So, jetzt, ich glaube, jetzt sortiert sich so langsam der Verkehr. Das ist in Ordnung. Wir gucken mal hier rein. Einiges gelagert, das sieht gut aus. Produktion läuft, Stufe 1. Stufe 1. Wahrscheinlich etwas über Stufe 1. Ja, das gefällt mir gut. Ich denke, das
ist auch erstmal das, was wir in dieser Folge machen wollten, sollten. Wir haben jetzt den Verkehr oder die Versorgung, nicht den Verkehr, die Versorgung mit Kohle gesichert. Wir können jetzt in der nächsten Folge dann hier weitere Industrieansiedlungen machen. Das können wir dann hier mal schauen. Hier auf der Seite haben wir noch, was ist das denn hier eigentlich? Gucken wir uns das mal an. Burgruine, okay, ja, die sollten wir natürlich idealerweise schützen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Unsere Bevölkerung ist sehr glücklich. Die haben halt kleine Wohnungen. Da müssen wir nochmal größere Wohnungen etablieren. Das machen wir dann aber später auch noch. Die Verbindung hier vielleicht direkt zum Güterbahnhof, dass wir hier nochmal rumkommen können. Wird auch nochmal ein bisschen anspruchsvoller. Und dann auf der Seite dann die Weiterentwicklung der Industrie, Nummer 17 Angestellte, also viele Beschäftigte haben wir hier nicht. Da müssen wir das Industriegebiet nochmal erweitern. Das aber dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Wir werfen einen Blick auf unser neues Kohlerevier in Ruhrkirchen. Jetzt sind wir auch tatsächlich Kohlestadt und werden da dann in der nächsten Folge weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.